so ins Regenhäuschen geweint. Und die hat halt genau die gesamte Jewish Community erreicht. Und die waren auch, da haben viele mehr Hautkomponenten und viele Leute wohl wissen, dass das ist. Tel Aviv war plötzlich so ein Hotspot, weil man kann sehen, dass er in der Statistik von wo die Leute zuschalten. Also das ist teilweise wirklich. Ja. Das hat uns Vorteile. Ja, sowieso, wir sehen es auch so. Ja, wir betreiben ja auch zukünftig parallel, wenn da wieder eine Normalität eintreten sollte oder wenn es halt wieder Punkte gibt,
Ja. Und meins ist eine Broschüre. Gut, ich glaube, wir können anfangen. Ich darf Sie sehr herzlich aus dem leeren Porgy & Bess begrüßen zu einer Matinee, zu einer ganz besonderen Matinee, zu einer Matinee, die im Prinzip einmal im Monat stattfindet. Geleitet wird sie von Markus Kupferblum unter dem Titel Wild but Hard. Und heute frühstückt Markus Kupferblum mit Fatima Naqvi, eine Literaturwissenschaftlerin, eine Germanistin, die Yale und Harvard abgeschlossen hat. Wahnsinnig, was für eine intellektuelle Aufwertung dieser Räumlichkeiten, würde ich sagen. Sie unterhalten sich über Film, über Österreich, über Amerika, über Gott und die Welt. Und dazu darf ich Ihnen sehr viel Vergnügen wünschen. Bitte sehr. Danke sehr, Christoph, und danke, dass wir hier regelmäßig sein dürfen und den Lockdown etwas geistig erfrischen wollen. Am Sonntag Vormittag, und es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, und es ist ein Riesenglück, dass sie jetzt gerade in der Stadt ist, mit dem man sich geistig erfrischen kann, wie die Fatima Naqvi. Also Yale hast du nicht abgeschlossen, aber Harvard, und du unterrichtest in Yale. Fatima ist PhD und Universitätsprofessorin und hat studiert Filmwissenschaft und Germanistik. Fatima, wie geht es einer Germanistin in Amerika grundsätzlich? Was gibt es dort eine Germanistik, und wenn ja, warum überhaupt? Danke, Markus, zuerst für diese Einladung heute und dann damit, dass wir gleich mit so einer heiklen und schwierigen Frage beginnen dürfen. Gibt es eine Germanistik in den USA? Ja, auf alle Fälle. Das kann ich Gott sei Dank noch bejahen. Die Germanistik in den USA ist eine interessante Konstellation im Moment. Es erlaubt uns viele Freiheiten, da es eigentlich als erste Nationalliteratur als Auffangbecken für viele andere Sparten gedient hat, inklusive zum Beispiel die Kontinentalphilosophie. Die wurde aus den Philosophie-Departments ausgeschlossen, aber dafür bei der Germanistik eingemeindet, sehr zu unserem Profit, muss man sagen. Und genauso ist es uns ergangen mit der Filmwissenschaft. Also, dass die Filmwissenschaft oder die Germanistik sich sehr früh schon für die Filmwissenschaft geöffnet hat und dadurch eigentlich auch sehr früh interessante interdisziplinare Möglichkeiten uns Wissenschaftlern gegeben hat, die es vielleicht mit einer traditionelleren Begriffsbestimmung der Germanistik so nicht gegeben hätte. Also insofern findet man jetzt noch in der Germanistik viele Leute, die gerne interdisziplinär arbeiten und denken. Und das finde ich eigentlich ist unser Vorteil und unsere Stärke in unserer Kleinheit, muss man sagen. Also vorbei sind die Tage, wo die Germanistik-Departments richtig große Departments waren, die mit Englisch konkurrieren konnten. Das ist schon längst nicht mehr der Fall. Aber nichtsdestotrotz, es geht uns noch okay. Mhm. Ich muss daran denken, wenn ich in Amerika unterrichte, was manchmal der Fall ist, dann mache ich ja Oper dort. Und ich bin dann draufgekommen, es hat bei mir einige Jahre gebraucht, bis ich wirklich draufgekommen bin, dass Oper eine exotische Kunstform dort ist. Also das ist etwas, was man spürt, dass das nicht auf amerikanischem Boden entstanden ist, und sie schauen dann immer so ein bisschen bewundernd nach Europa, was da mit der Oper passiert. Und ich habe so das Gefühl, das ist so, wie wenn ich in Wien eine No-Theatergruppe aufbauen würde und dann versuche, so zu sein wie die Japaner. Und geht dir das mit der Germanistik auch so? Hast du das Gefühl, du unterrichtest etwas Exotisches?
In dem Sinne nein, eigentlich. Ich meine, das amerikanische Universitätssystem muss man sich als grundlegend verschieden vorstellen. Also auch vorher, wie du mich vorgestellt hast mit der Germanistik und der Filmwissenschaft, ja, das habe ich studiert. Also natürlich irgendwie mit einem besonderen Fokus, aber erst nach dem BA. Und der BA bei uns strebt eher so diesen Aufklärungsgedanken einer universalistischen Bildung an. Und da studiert man ganz viele Sachen und manche Sachen etwas tiefschürfender, manche nicht so, also wo man tatsächlich nur hineinriecht. Und das ist, diese Idee, also von diesem BA als etwas, wo wir den gesamten Menschen ausbilden, das haben wir ja aus dem Deutschen übernommen. Also das ist eine Aufklärungsidee, die aus dem Deutschen kommt. Und insofern ist die Art und Weise, wie wir das Bildungssystem konzipiert haben, jetzt eine hybride Sache zwischen diesem amerikanischen und dem Deutschen. Und insofern kommt mir das jetzt nicht so, also es kommt mir nicht aufoktroyiert oder aufgepropft vor auf eine unnatürliche Art und Weise. Es ist sehr schön im Laufe der letzten 100, 150 Jahre verschmolzen. Jetzt hast du gerade was sehr Interessantes angesprochen, was mir auch sehr am Herzen liegt die ganze Zeit, weil ich ja auch in Wien unterrichte an der Musikuniversität in der Opernabteilung. Und sie nennt sich Universität. Und ich finde das grundlegend falsch. Ich weiß, ich werde mir jetzt mit dieser Aussage viele Feinde machen, aber ich finde, dass die Universität diesen Universitas-Gedanken tragen muss, wenn sie sich so nennt. Und das steht im totalen Widerspruch in dieser hochspezialisierten Ausbildung, die unsere Studierenden an der Musikuniversität haben müssen. Sonst könnten sie in ihrer Kunstsparte nicht leben, wenn sie nicht so hoch spezialisiert wären. Aber dieser Universitas-Gedanke, der wird meiner Meinung nach als von außen hineinschauender auch in der Wiener Universität, also wo man die wissenschaftlichen Fächer lehrt und lernt, nicht ausreichend berücksichtigt, weil ich denke mir, das ist ja das Spannende, dass man sich eben mit Sachen auseinandersetzt, die nicht in dem Spezialgebiet sind. Und ich habe das Gefühl, dass sich das halt jetzt in der letzten Zeit so entwickelt hat, dass man sich immer mehr spezialisieren muss, dass man nicht mehr sagt, ich bin jetzt Biologe, sondern du musst dann für ein ganz spezielles, kleines Fach spezialisiert sein, damit du überhaupt eine Chance hast, publizieren zu können, vielleicht einmal eine Professur zu bekommen. Also ich finde diesen Universitas-Gedanken, und ich sage das auch, ich bin ja so ein altmodischer Dinosaurier der Aufklärung, und das fände ich, also das kommt mir schon sehr überzeugend vor. Und du unterrichtest jetzt in Yale. Fatima, gibt es da eine bestimmte, ein bestimmtes Dogma oder eine bestimmte Herangehensweise, was ihr euren Studierenden vermittelt? Ich habe gehört, in Columbia muss jeder die griechische Philosophie lernen im College oder so in den ersten zwei Jahren. Was ist da in Yale und was war in Harvard? Ich meine, an Harvard habe ich nur mein MA und mein PhD gemacht. Und da war ich nicht diesen selben Auflagen unterworfen wie die Leute, die in diesen ersten vier Jahren in diesem Bachelor-Studienabschnitt sind. An Yale gibt es nicht diese Kursabfolge, die du ansprichst, die an der Columbia ist noch, dieser Great Books-Kurs, wo die Leute mit Aristoteles und Platon beginnen und dann im 20. Jahrhundert aufhören bei, ich glaube, Virginia Woolf und vielleicht ist jetzt noch Toni Morrison dazu gekommen als Abschluss. Das haben wir nicht, aber es wird Ihnen schon, also eine gewisse Anzahl von Kursen müssen Sie machen in den Geisteswissenschaften, in den Sozialwissenschaften und in den Naturwissenschaften. Ich weiß jetzt nicht, was der Breakdown ist.
Und ich bin halt in den Geisteswissenschaften bei den Germanisten und mache dann halt Kurse, ob es jetzt von Wien 1900 bis 1930 ist oder deutscher Film der Nachkriegszeit. Also ich versuche halt immer das auch zu kombinieren, was du sagst, also irgendwie dieser breitere Anspruch, wo wir halt diese kritischen Fragen durchdenken, was ist die öffentliche Sphäre oder wie konzipieren wir eine Öffentlichkeit in der Nachkriegszeit zum Beispiel, mit dann ganz spezifischen Filme machen, wo ich ihnen dann doch auch versuche zu vermitteln, jetzt bei Fassbinder ist das so oder bei, was weiß ich, Margarete von Trotter ist es so oder Christian Petzold sieht jetzt irgendwie den Neoliberalismus so oder so. Also ich meine, ich versuche das dann zu kombinieren, diese größeren Fragestellungen, die fächerübergreifend sind, dann mit diesen spezifisch deutschen, österreichischen Diskursen. Und da gibt es in Amerika Studierende, die das belegen, die das studieren. Ich meine, ja, man muss sich auch vorstellen, also für viele von den Undergraduates, besonders an diesen renommierten Universitäten, für die ist einfach Kant und Hegel und Habermas, das sind Begriffe für sie. Und sie wollen auch in ihrer Undergraduate-Zeit, also in diesen ersten 4 Jahren, da mal reinschnüffeln. Also es kommen so gelegentlich Leute zu uns, die tatsächlich über diese philosophische Schiene kommen. Teilweise sind es auch die Filmemacher, für die einfach die Weimarer Zeit in Deutschland ein Begriff ist und die wissen, sie müssen als angehende Filmemacher oder Filmwissenschaftler etwas zu Fritz Lang sagen können oder zu Murnau oder so. Und teilweise sind es Leute, die aus Privatschulen dann einen Kontakt hatten schon mit der Sprache und das vertiefen wollen. Also es ist ein sehr breites Sammelsurium, würde ich sagen. Ich meine, ich bekomme auch jetzt sehr viele Leute aus der Architektur. An Yale gibt es eine große Architekturschule, also auch als Post-BA-Ausbildung. Und viele von den Architekten, für die ist die österreichische Avantgarde zum Beispiel sehr präsent und die wollen mehr dazu wissen. Und solche Leute fangen wir halt irgendwo auf mit unserem Angebot. Mhm. Max, du schaust mich noch immer zweifelnd an. Nein, ich schaue nicht zweifelnd, sondern ich, wie immer mit der Fatima, ist alles gleich sehr dicht und wir sind jetzt schon voll im Thema. Ich wollte mich eigentlich so eher vorsichtig den Sachen nähern und jetzt sind wir schon voll tief drin. Nein, das ist nicht zweifelnd. Fatima, aber, da wollte ich dir gleich zwei Sachen, ja, es kommen dann so viel, weil du so viel ansprichst. Worüber ich gern mit dir sprechen würde wollen, ist natürlich erstens einmal, um das abzuschließen mit diesen sogenannten Elite-Unis, ich habe den Eindruck, dass die den guten Ruf zurecht haben. hast du da Vergleiche? Siehst du das auch so? Ich meine, ja, ich bin ein Produkt dieser Elite-Unis, aber ich habe lange Jahre, jetzt 20 Jahre lang, an einer staatlichen Uni in New Jersey gearbeitet. Also die Rutgers University, an der ich war, ist eine öffentliche Universität. Und ich muss sagen, auch da wurde wirklich sehr, sehr hochwertige Arbeit geleistet. Ich hatte ganz tolle Kollegen, die überall mithalten könnten. Und auch ich hatte ganz tolle Studenten, viele, die einfach noch nicht diese Möglichkeiten hatten, finanzielle, sozioökonomische Möglichkeiten hatten, so viel zu experimentieren wie oft an den Privatunis. Und da habe ich auch also ganz hervorragende Erfahrungen gemacht. Also ich meine, ich habe in Österreich zu wenig Vergleich. Also ich habe in Graz zwar unterrichtet ein Semester lang, aber ich habe da nicht einen tiefen Einblick wirklich in die Universitätsstrukturen bekommen. Und ich habe auch nicht gesehen, wie diese Universitäten, also wie sehr sie finanziert werden, beziehungsweise auch nicht. Ich meine, es ist schon auch wahr, dass man mit einer gut finanzierten Universität, ob die jetzt öffentlich oder privat ist, dass man da einfach eine gewisse Grundlage auch fürs Denken auf einem hohen Niveau schafft, das sicherlich. Und mein Eindruck war jetzt, mein sehr flüchtiger Eindruck, dass in Österreich da mit viel weniger
ausgekommen werden muss, zwangsläufig. Ja, dafür, was du gerade angesprochen hast, ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Dafür ist die soziale Gerechtigkeit in Österreich wahrscheinlich mehr gegeben, dass wenn du nicht aus einem reichen Haus kommst, dass du dir leisten kannst, auf so einer Elite-Uni zu studieren. Aber es gibt auch Stipendien, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du nicht Millionärskind bist, dass du dann auf diese Unis nicht reinkommst, ja, nein, oder? Nein, nein, das nicht. Also diese Unis schauen auch, dass sie wirklich irgendwie sehr aus allen Gesellschaftsschichten die Leute aufnehmen. Es sind sehr viele Stipendienmöglichkeiten da. Und die ganze das Aufnahmeverfahren ist eigentlich das, was man, also was sie als need blind beschreiben, also dass sie nicht auf die finanziellen Ressourcen der Familie schauen. Im Endeffekt ist es richtig und gut so, und viele Leute sind tatsächlich, kommen nur wegen der Stipendien hin. Nichtsdestotrotz finde ich, eigentlich stehen die Gebühren jetzt, also sie sind schon wirklich, sie sind rasant angestiegen, exponentiell gewachsen in den letzten 20 Jahren, und dass da wieder eine Kurskorrektur stattfindet, fände ich jetzt schon sehr wichtig auch. Mhm. Hat sich das jetzt geändert mit dem Corona? Wie geht's euch da in Yale? Was passiert jetzt gerade dort in Amerika auf den Universitäten? Ja, ich meine, jede Universität hat das anders gehandhabt. Also an Yale war es so, dass die Leute dann tatsächlich relativ bald, also im März, dann nach Hause geschickt wurden und alles auf Zoom umgestellt wurde. Und dann erst Ende des Sommers, als sie das Gefühl hatten, sie hatten auch für die ganzen Laboratorien und so die richtigen Strategien und Protokolle ausgedeichselt, dann wurden Leute wieder zurückgelassen für das Herbst- oder beziehungsweise das Wintersemester, was man hier das Wintersemester nennt, was bei uns im September beginnt. Aber es wurde dann in einer Art Schichtbetrieb auch verfahren, also dass weniger Studenten zurückgelassen wurden, also dass jetzt nicht alle Jahrgänge zurückkommen konnten, also nur die Hälfte der Anfänger und die Hälfte der Leute, die im zweiten Jahr waren, und dass damit gewährleistet war, dass die Leute dann auch in Bereichen arbeiten konnten, wo man doch eher, also auf kleinem Raum zusammen ist. Also da hat man geschaut, dass die Leute das machen können. Und jetzt ist man sehr hoffnungsvoll, dass ab 1. August eigentlich alles wieder in eine Art Normalbetrieb zurückgehen kann, weil jetzt auch die Impfrate sehr hoch ist und weil sie jetzt ab 5. April alle plus 16-Jährigen im Bundesstaat Connecticut impfen und das auch über Yale Health gemacht wird. Dadurch hoffen sie halt auch, genügend Leute geimpft zu haben, dass man im Sommer ja wieder halt dichter gedrängt in einem Labor stehen kann, zum Beispiel. Ja, da sind die Amerikaner um einiges weiter als die Österreicher. Ich habe eine Freundin in Amerika, die mir sagt, I hate when you say that, weil die so kritisch Amerika gegenübersteht. Und ich finde einige Sachen doch in Amerika sehr, sehr gut im Vergleich zu Europa. Ja, es wäre immer schön, die zwei Extreme dann irgendwo doch verbinden zu können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich meine, die Unis, die leisten jetzt ziemlich viel, also auch gerade die Musikuni in Wien, die machen ja auch das Unmögliche möglich, und man versucht halt nach Kräften, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Aber ich bin natürlich auch sehr radikal in dem Standpunkt, wo ich dann auch immer sage, also nicht nur, dass ich nicht musikdramatische Darstellung unterrichten kann online. Ich sage dann auch immer, es soll gar nicht gehen. Weil wenn ich jetzt den Beweis antreten würde, dass wir über Computer einen ernsthaften, qualitätsvollen Unterricht in einer Kunstform machen können, wie zum Beispiel Schauspiel, wo man in einer Gruppe ist, oder Opernszenenproben mit einem Pianisten, mit Sängerinnen auf der Bühne und was immer. Wenn ich diesen Beweis antreten würde, dann würde ich an der Demontage der ganzen Kunstform arbeiten, aktiv. Und ich denke mir, wir müssen halt dann einfach sagen, in Zeiten einer Pandemie sind einfach bestimmte Dinge nicht möglich. Und natürlich muss man dann erfinderisch sein und Wege finden, die Studierenden zu bereichern in dieser Zeit, gemeinsam, dialogisch.
Aber es ist halt wahrscheinlich in wissenschaftlichen Fächern doch dann leichter, was zu vermitteln. Ich kann auch mit Regiestudierenden dann Konzepte besprechen, das geht alles wunderbar über Zoom. Aber so eine richtige physische, praktische Arbeit, eben die nicht Universitas ist, die ganz hoch spezialisiert ist, die etwas mit Sinnlichkeit zu tun hat, etwas mit Intuition, mit Spontaneität, mit der Wahrheit des Augenblicks, das entsteht bei mir vor so einem kleinen Bildschirm überhaupt nicht. Ja. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gut so. Ja, ich meine, ihr seid noch einmal ganz anders betroffen jetzt durch das Nicht-Zusammenkommen-Können, das gemeinsame Erarbeiten von Konzepten, Ideen etc. Ich meine, das ist tatsächlich total fatal für das, was du machst. Also, und ich meine, ich finde es sehr löblich und sehr wichtig, dass man das jetzt nicht nur beklagt, sondern versucht auch den Studenten dieser Zeit was anderes mitzugeben. Aber natürlich, also es wird das nie aufwiegen. Und ich meine, auch bei uns haben wir gesehen, also nach dem ersten Semester, was funktioniert, was nicht funktioniert. Also einen Filmunterricht zu gestalten, wo das eigentlich auch darauf, also es ist ja wirklich irgendwie die Idee eines Filmkurses bei mir auch, dass die Studenten zusammenkommen, die Filme gemeinsam sehen und dann darüber sprechen auch, bevor wir dann im Kurs dann das analysieren und dann auf einem anderen Niveau dann noch einmal darüber reden. Und wenn das jetzt alles wegfällt, dieses nicht quantifizierbare oder dieses so schwer quantifizierbare, weiß ich nicht genau, was es ist, das verloren geht, aber es geht etwas verloren. Es ist nicht so klar, bestimmbar wie bei dir, aber bei euch ist es natürlich ganz fatal. Ja, ich habe mich jetzt so, um auf unser Gespräch einzustimmen, habe ich die Biografie vom Billy Wilder noch einmal angeschaut, vom Karasek. Und da sagt der Billy Wilder auch, die Leute wollen ins Kino gehen, weil sie die anderen Leute lachen hören wollen. Mhm. Sie wollen nicht alleine zu Hause im Zimmer sitzen und lachen, sondern sie wollen andere Leute auch lachen hören. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Satz für diese Zeit. Und ich habe da, warte mal, ich musste jetzt mal was vorspielen. Hört man da was? Was des Menschen Kunst vermag, ist für sie ne pas infame. Dieses obskure Objekt der Begierde. Ich bin mit meiner Kunst am Ende. Also am Anfang. Irgendwas springt da. Ich probiere es noch einmal von vorne. Haben wir ein technisches Problem? Infam. Ah, das ist dieses obskure Objekt der Begierde. Ich bin mit meiner Kunst am Ende. Also am Anfang. Die Dinge entwickeln sich nicht. Was bringt sie zum Klingen? Reibung, Gefühl, Schläge? Der Schlaf der Vernunft wird mit Vorsatz herbeigeführt. Es gilt, möglichst viele Gläser und Flaschen zwischen sich und die Welt zu bringen. Ceci n'est pas infâme. Des Menschen Kunst macht aus allem ein Ding. Du stellst die Frau auf einen Sockel, damit sie auf dich niederstürzt. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters gleich neben dem Monströsen. Was des Menschen Kunst vermag, ich nicht zu sagen.
Ist ein Körper nur das Instrument einer Seele? Oder sind Seelen bloß das Tönen der Körper? Die Geige ist hohl und zerbrechlich. Wo ist die Seele, die mich bei ihrem Klang berührt? Was in dem einen klingt, muss dem anderen gestohlen sein. Ja, ich hoffe, dass die Tonqualität trotz des Kabels halbwegs gut war. Das war die Hoffmanns Erzählungen. Und der Text stammt auch von Hoffmann. Von E.T.A. Hoffmann. Er war eigentlich ein romantischer Dichter, eigentlich ein großer Verehrer von Beethoven. Auch eine tragische Figur, weil er natürlich eigentlich selber gerne Komponist geworden wäre und ganz interessante Sachen geschrieben hat, aber hat gemerkt eben, dass das nicht seine Stärke ist und eigentlich das, was er gar nicht wirklich so toll fand, selber zu schreiben, das hat ihn dann so speziell gemacht. Und ich find diesen Text, das stammt übrigens von der Christoph Marthaler Inszenierung aus der Oper in Stuttgart und hat das auch gemacht, glaube ich, in Madrid, die Hoffmanns Erzählungen in einer irrsinnig tollen, wirklich tollen Fassung, radikal, wie der Marthaler so ist. Und ich finde das auch sehr schön, diese Gedanken über die Seele und die Kunst und über wo steckt denn dann die Seele und wie kann man denn etwas vermitteln. Also ich find, das sind lauter Fragen, die bis heute ihre Gültigkeit haben oder noch im Raum stehen. Fatima. Also die Fatima hat ihr Bücher geschrieben, The Literary and Cultural Rhetoric of Victimhood, Western Europe. Das ist ein ganz wunderschönes Buch, wo sie gesagt hat, es stehen 10 Jahre Denkarbeit da drinnen über den Anselm Kiefer und den Ransmeyer und Welbeck und Jelinek und auch der Haneke, der die Fatima wirklich sehr intensiv bearbeitet hat. Ein Interviewbuch mit Haneke, der die trügerische Vertrautheit ist, ein wunderbares Buch über die Filme von Haneke, wo sie versucht hat, ganz genau die Bildersprache vom Haneke zu entschlüsseln, oder The White Ribbon, das weiße Band. Da möchte ich gleich nur einen Satz vorlesen aus dem White Ribbon, das ist nämlich auch auf Englisch. Ich versuche es aber gleich zu übersetzen, obwohl Michael Haneke's Films undermine certainties, activate critical thinking skills, reveal the fragmentary and contingent nature of the world and how we think about it. Die Filme von Haneke unterminieren Gewissheiten, sie aktivieren die Möglichkeiten, kritisch zu denken, und sie enthüllen die stückhafte und zusammenhängende Natur der Welt und wie wir darüber denken. Und
Und ich finde das einen wunderschönen Satz, weil er für mich so programmatisch steht, also nicht nur für Haneke, auch für Haneke, aber für die gesamte Kunst. Und deshalb wollte ich das jetzt gleich hintereinander, die Sichtweise vom E.T.A. Hoffmann, was ist die Seele, was macht der Körper, gerade in dieser unkörperlichen Zeit der Pandemie, wo der Körper plötzlich so eine Gefahr, so gefährlich geworden ist und eine Gefahr darstellt und man plötzlich ist man eine tödliche Gefahr für seine Mitmenschen, ohne dass man eigentlich eine schlechte Intention hegt, eine böse. Und dann gibt's und dann können wir mit unserem Körper, mit unserer Seele die Gewissheiten unterminieren und unser kritisches Denken oder die Möglichkeiten des kritischen Denkens aktivieren, und können wir auch enthüllen, dass die Natur bruchstückhaft ist und also die, entschuldige, nicht die Natur, sondern die Natur unserer Welt, und wie denken wir darüber? Was kann Kunst? Was kann Kunst, Fatima, und was ist, jetzt sitze ich da mit einer der renommiertesten Professorinnen einer amerikanischen Elite-Universität. Jetzt darf ich es fragen, was kann Kunst und was ist daran so spannend? Bitte. No pressure. Ich meine, Markus, das kannst du eigentlich viel besser den Zuschauern und Zuhörern erklären, was Kunst kann. Ich kann nur sagen, was es für mich, wenn ich es mit meinen Studenten oder in meinem Schreiben und meiner Forschung versuche zu verstehen, ist, dass es mich immer wieder, dass es mir immer wieder die Grenzen meines eigenen Seins aufzeigt und mir immer wieder vor Augen führt, wie ich diese Grenzen überspringen muss, in einem Akt der Empathie und einem Akt des Mitdenkens mit anderen, und dass ich das nur kann in dieser also wirklich konzentrierten Auseinandersetzung mit tollen Kunstwerken. Also das kann ich nicht so im Umgang mit in der Auseinandersetzung mit anderen Dingen des Lebens. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was nur die Kunst kann, uns immer wieder an unsere Grenzen bringen und uns über diese Grenzen hinausweisen. Ich meine, du hast gesagt, jetzt in dieser Pandemie sind Körper Gefahrenherde, aber es ist jetzt auch dieser Moment, wo wir wirklich auf unsere eigene Körperlichkeit zurückverwiesen werden, als ob das Nähe plus Ultra wäre, und wo wir immer wieder dann versuchen halt zu sagen, ja, wo sind die Grenzen unserer Körperlichkeit und wie können wir die produktiv machen, auch jetzt in dieser extremen Isoliertheit, in der wir uns jetzt alle befinden auch irgendwo. Aber ja, die Kunst vermag das wie kein anderes Ding unserer Welt. Und ich glaube, aus diesem Grund auch werden die Geisteswissenschaften, die sich immer in dieser Reibung mit Kunstwerken, auf diese Reibung angewiesen sind, so werden die Geisteswissenschaften immer wichtig bleiben auch, weil sie tatsächlich diese grundlegenden Fragen unseres Daseins beleuchten. Mhm. Und wird die Kunst auch wichtig sein? Ja, absolut, weil ohne die Kunst gibt es keine Geisteswissenschaften. Sagt die Geisteswissenschaftlerin. Ja, nein, ich bin halt einfach so wie die meisten Künstlerinnen und Künstler, vor allem in Österreich jetzt, so traumatisiert von dieser Wucht der schlagartigen Bedeutungslosigkeit, in die wir verbannt worden sind durch die Regierung, ganz einfach. Und die hält an, die hält an. Also es ist eigentlich immer noch keine aktive Bemühung zu sehen, dem kulturellen Leben diese Bedeutung beizumessen, die so als gegeben gegolten hat, vor dieser Pandemie. Österreich war das Kunst- und Kulturland, hat sich da vermarktet in diesen zahllosen Kulturforen um die Welt.
im Neujahrskonzert, den Mozartkugeln, wo immer die Lipizzaner wurden nach Las Vegas geflogen in zwei Flugzeugen wie eine Königsfamilie. Man hat immer das österreichische Kunst- und Kulturgut als Exportartikel sehr wohl zu schätzen gewusst. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht in Zeiten einer Krise, waren wir die Ersten, die geschlossen worden sind und sind auch, ich kann es nicht einmal sagen, nur die Letzten, die aufsperren, weil das Aufsperren, das Wort Aufsperren habe ich gar nicht mehr gehört. Also es wird überhaupt kein Konzept entwickelt von der Regierung, von den Kulturschaffenden sehr wohl, von den Institutionen sehr wohl, wo man sagt, wir haben die Konzepte, es wurde viel Geld in die Hand genommen, die Theater haben unglaublich viel Geld investiert, um den Theaterbesuch sicher zu machen, fürs Publikum, auch für die Darstellerinnen und so weiter und für die Technikerinnen. Aber es fehlt dieses politische Feingefühl, der Kunst eine Bedeutung zu geben und das eine gesellschaftliche. Deshalb ist es natürlich für mich jetzt auch eine zentrale Frage, wir gerade in Zeiten dieser Isoliertheit und der Pandemie und den vielen Problemen, die wir haben, existenziell, finanziell, strukturell, was fehlt die Kunst? Oder nur irgendwelchen Bildungsbürgern oder fehlt sie der Gesellschaft? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass sie vielen Leuten sehr fehlt und dass diese Zeit jetzt auch, also mit ein Grund, glaube ich, warum sie als so verheerend auf einem persönlichen Level von vielen Menschen erfahren wird, ist eben dieses Fehlen der Kunst, dass es nicht nur ein kleines Extra ist, dass wir sozusagen, dem wir gelegentlich frönen in unserer Freizeit, sondern das uns wirklich auch in unserer Selbstbestimmung mit beeinflusst. Ich glaube, es hat in diesem Sinne tatsächlich einen ganz zentralen Stellenwert und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Missachtung oder diese Geringschätzung, die ja derzeit entgegengebracht wird, dass die ohne irgendwie, sie wird schon irgendwelche Effekte zeitigen und ich glaube, es wird sich sehr bald da was tun. Mhm. Ja, für mich ist die spannende Frage, der Heiner Müller hat ja 1995 einmal gesagt, wenn ihr beweisen wollt, wie wichtig das Theater ist, dann sperrt einmal weltweit alle Theater für ein Jahr zu, hat Heiner Müller gesagt. Und jetzt ist es so, und ich denke mir, ganz genau wie du sagst, Fatima, es geht ja nicht nur um die Befindlichkeit von jemandem, der sagt, jetzt hätte ich aber gerne ein Theaterstück gesehen, weil das ist so nett, einmal ins Theater zu gehen, sondern ich denke mir, wenn Theaterarbeit oder künstlerische Arbeit gut gemacht ist, dann hat sie einen Effekt auf die Gesellschaft. Und das ist meine zutiefste Überzeugung. Sonst könnte ich nicht seit 35 Jahren Theater machen. Ich weiß, wenn Theater gut ist, löst es etwas aus, gesellschaftlich. Bei den Zuseherinnen und dann in der Folge bei den Menschen, denen diese Zuseherinnen begegnen, zumindest in ein paar Tagen danach. Es löst etwas aus. Es kann eine Welle auslösen als Epizentrum, was auf einer Bühne passiert. Und ich denke mir, es muss mit der Gesellschaft etwas machen, wenn das ein Jahr lang nicht passiert ist. Mhm. Und ich habe darauf keine Antwort. Aber interessant ist es. Und ich glaube, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich nach dieser Pandemie auseinandersetzen werden mit genau dieser Frage. Wo steht die Gesellschaft ein Jahr nach der Pandemie ohne dieser Welle aus diesem bestimmten Epizentrum konfrontiert gewesen zu sein. Ja, ich meine, wir sehen es ja auch, ich würde es jetzt nicht nur aufs Theater beschränken, sondern auf alle Kunstformen. Ich meine, wir sehen es ja beim Film zum Beispiel, dass oft im Film schon gesellschaftliche Veränderungen vorgezeichnet werden oder vorbereitet werden, die dann erst langsam
eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Also in den USA zum Beispiel ist es schon sehr lange so mit Genderfragen, also dass die im Film, in Fernsehserien, und es muss nicht einmal hochwertige Kunst sein, glaube ich, es muss nur eine Art von Kunst sein, dass sie diese gesellschaftlichen Fragen irgendwie anspornt und eine Auseinandersetzung da eben auslöst. Und ich glaube tatsächlich, dass die Gesellschaft da immer der Kunst hinten nachhinkt und dass die Kunst uns da alternative Lebensmodi vorgibt, zeigt, irgendwie Denkweisen, mit denen wir sonst nicht, auf die wir selbst nicht kämen. Und es ist tatsächlich eine interessante Frage. Es ist halt nur so schwer quantifizierbar, Markus, und das ist das Problem. Es ist nicht eine einfache Statistik, die wir dann erstellen können, die wir dann tabulatorisch den Leuten vorzeigen können. So viel habt ihr versäumt in diesem Jahr der Pandemie und das habt ihr jetzt nicht mitgemacht oder durchgemacht in eurem Denken. Und das ist tatsächlich also etwas, was empfindlich fehlen wird. Also ich empfinde es auch als sehr große Tragik, dass generell nicht kreativer umgegangen wurde in Zeiten der Pandemie. Also ob das jetzt im künstlerischen Bereich ist, dass man da nicht andere Wege gefunden hat, das auf eine sichere Art und Weise wieder zu öffnen, oder ob es das Schulwesen betrifft, wo man auch nicht wirklich gesucht hat, meines Erachtens, nach kreativen Lösungen, damit man nicht so viele Kinder und Jugendliche abhängt. Und das ist das, dafür wird unsere Gesellschaft irgendwann mal noch gerade stehen müssen. Ja, also ich glaube, also dass die Kulturschaffenden und wahrscheinlich die Lehrerinnen und Lehrer auch schon diese Lösungen angeboten hätten, wenn es politisch erlaubt gewesen wäre. Also bei den Theatern weiß ich das ganz sicher, die haben ganz, ganz tolle Möglichkeiten gefunden, Contact Tracing zu machen mit dem Publikum und so weiter und so weiter. Und es hat meines Wissens nach auch nie einen Cluster gegeben, zumindest in Österreich, was die Kultur betrifft. Es hat auch, glaube ich, in Madrid sind die Theater offen, die Oper auch. Und da passiert auch nichts, weil die halt einfach ein sicheres System haben. Und das hatten die Österreicher auch gemacht, teilweise wirklich viel Geld investiert. Und das wurde überhaupt nicht gewertschätzt oder dann berücksichtigt in den Maßnahmen. Und dass da eine große Frustration herrscht und eine große Verunsicherung, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist die Frage. Fatima, die Bachmann hat Poetikvorlesungen gehalten in Frankfurt und hat wurde da vom Paul Celan sehr geprügelt dafür, der gesagt hat, sowas kann man nicht unterrichten, das darf man nicht unterrichten und so weiter. Und ich komme jetzt auf die Bachmann zu sprechen, weil sie schreibt dann immer wieder dieses ominöse Wort Literatur, diese bereitwillig umgreifende Bezeichnung für eine scheinbar klare Sache, nicht nur von der Wissenschaft hundertmal gewendet und verwendet, sondern auch ein Wort für Schriftsteller, eines der Hauptworte, mögen sie es hin und wieder auch auf ihre eigene mutwillige Art verwenden. Und sie sagt dann, ja, sicher ist, dass nicht nur Literatur zur Literatur gezählt zu werden oder eines Tages nicht mehr dazu gezählt zu werden, für den Schriftsteller eine schreckliche Vorstellung ist, dass es einem Todesurteil gleichkommt. Und dann schreibt sie auch, was Literatur ist, ob das etwas sein kann, was aus der eigenen Erfahrung stammt, oder ob das etwas ist, was eine fiktive Geschichte ist. Und das hat nämlich der Montaigne auch schon geschrieben, lustigerweise, ein paar hundert Jahre davor, dass er sagt, gleichwohl finde ich es weniger riskant, über vergangene Dinge zu schreiben, als über die gegenwärtigen, da der Schriftsteller bei jenen eben nur über eine entlehnte Wahrheit Rechenschaft zu geben braucht. Einige Leute wollen mich bewegen, über die Geschehnisse meiner Zeit zu schreiben, denn sie meinen, dass ich sie mit weniger von Leidenschaft verzerrtem Blick sehe als andere und aus größerer Nähe, weil mir das Schicksal Zutritt zu den Führern der verschiedenen Parteien verschafft hat. Also
Und jetzt ist auch die Frage, weil anknüpfend jetzt an diese Pandemie-Sache oder an die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Literatur, ist Literatur, was ist an der Literatur das Wertvolle? Muss sie von der Gegenwart handeln oder vom persönlichen Umfeld des Autors oder der Autorin? Wie kann man sich das vorstellen, als Schriftsteller zu sitzen und zu sagen, ich mache jetzt ein Konzept? Schreibt man für die Gesellschaft? Hat man die Gesellschaft vor Augen? Oder ist das dann eine besondere Qualität oder ist das eh vollkommen irrelevant? Kann man gerade bei Literatur, weil ich im Theater muss ich mir Gedanken machen über das Publikum, das mache ich auch gerne, das ist auch meine Leidenschaft, weil ich mir immer denke, in welcher Stadt bin ich, was sind das für Leute, die kommen. Wie ist es bei der Literatur? Das ist eine blöde Frage, oder? Ja, es ist eine Frage, die für mich sehr schwierig zu beantworten ist, weil ich würde mir nie anmaßen, jetzt ein Buch zu schreiben auf die Art und Weise, wie Bachmann es gemacht hat. Also es ist tatsächlich nur bei mir diese Auseinandersetzung mit dem, was Bachmann gemacht hat. Und ich freue mich, wenn meine wissenschaftlichen Texte auch eine gewisse literarische Qualität haben. Also das schon, aber ich... Als Wissenschaftlerin kann diese Frage eigentlich gar nicht beantworten, also was man in der Literatur kann. Ich weiß nur, dass wenn ich Leute wie Hilary Mantel lese, dass man sehr wohl eine Reflexion darüber, was es bedeutet, irgendwie als ehrgeiziger, machtbewusster Mensch in der Gesellschaft zu agieren, dass das egal ist, ob das jetzt zu Zeiten Henry des Achten passiert oder ob das jetzt in der Gegenwart spielt. Also das würde ich sagen, es ist eher irrelevant, dass man heutige Themen kann man in jeder, also egal wie man es einkleidet, kann man sie behandeln. Und ich glaube, dass jedes Buch eigentlich auch Fragen beantwortet über diese Epoche, in der es spielt, aber auch Fragen der Zeit, in der es geschrieben wurde. Also dass Hilary Mantel sehr wohl über die Gegenwart schreibt, wenn sie über die Geschichte schreibt, zum Beispiel. Aber die Frage auch, was eine Ingeborg Bachmann ist, ich meine, es ist interessant, auch dieser Zug, dieser ganz starke Zug in der österreichischen Literatur gegen diese Vereinnahmung. Also es ist egal, wie man jemanden etikettieren will, aber dieser Versuch, sich dem halt zu widersetzen, die man aus diesen Zeilen, die du vorgelesen hast, auch bei der Bachmann heraushört, die man immer wieder bei Thomas Bernhard findet und bei Peter Handke etc. Also das ist irgendwie diesen starken Widerstand, diese Resistenz dagegen, also etwas irgendwie schnell abgehandelt zu bekommen und damit irgendwie unschädlich gemacht zu wissen. Also dieser Versuch halt auch dagegen, so irgendwelche Labels da anzukämpfen, den finde ich irgendwie sehr sympathisch in der österreichischen Literatur generell und bei österreichischen Autoren. Ich meine, bei Montaigne ist es auch der Fall, aber ich finde das wirklich in der Nachkriegsliteratur in Österreich sehr, sehr sympathisch. Mhm. Jetzt muss ich nochmal nachhaken, Fatima. Mhm. ich würde dich jetzt einmal gelinde gesagt als professionelle Leserin bezeichnen. Und auch als professionelle Filmseherin. Und für mich ist jetzt das Interessante, weil jetzt muss ich es endlich mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Die Fatima Naqvi hat ihr Buch damals vorgestellt, Trügerische Vertrautheit über den Haneke, und hat, ich sage es jetzt mal, hör mal kurz weg, den besten Vortrag gehalten, den ich bis dahin jemals gehört hatte, weil Fatima sich aufs Podium setzte mit einem kleinen iPad und total konzise die Bildsprache Hanekes analysiert hat und immer wieder genau die richtigen Ausschnitte aus den Filmen gezeigt hat, um das zu belegen. Und das hat technisch hervorragend
geklappt, da war kein Vor- und Zurückspiel und dann, es war total dicht, konziser und es war einfach fantastisch. Und da habe ich mir gedacht, wow, Harvard, das kann schon was. Ja. Und es war einfach so, so fulminant, und dass ich mir dann gedacht habe, ich muss diese Dame kontaktieren und habe sie dann auch, damals habe ich auf der Angewandten unterrichtet, öfter eingeladen in das Institut für Sprachkunst, solche Vorträge dort zu halten, weil nur damit die Studierenden in Österreich einmal wissen, wo die Latte liegt an Professionalität und an Dichte, an intellektueller Dichte und auch am Einbeziehen der optischen, visuellen Möglichkeiten. Und das war natürlich für mich doppelt spannend, weil natürlich auch der Haneke mit diesen optischen und visuellen Möglichkeiten die ganze Zeit spielt und genauso tat es Fatima in ihrem Vortrag. Und das war natürlich das doppelt Faszinierende dabei. Und ich denke mir, und ich war so fasziniert, weil der erste Gedanke, den ich mir damals gestellt habe, klarerweise als ausübender Künstler, habe ich mir gedacht, weiß das der Haneke überhaupt? Also weiß er über seine Filme das, was die Fatima daran herausliest? Und jetzt, das ist der Hintergrund dieser Frage, um sie nochmal zu stellen. Fatima, wenn du ein Buch liest, Literatur liest, was wir vorher gesagt haben, liest du da als professionelle Leserin einmal diesen ganzen historischen Kontext heraus oder die Zeitbezogenheit oder was ist dann die literarische Qualität, auch um zu bewerten, ob dieses Buch eine gute Literatur ist oder eine schlechte, wenn es doch sowas überhaupt gibt. Oder beim Haneke, wenn jetzt ein neuer Haneke-Film rauskommt, was hoffentlich auch bald wieder passiert, sitzt du dann im Kino und denkst sofort an die visuellen und erzählerischen Ebenen oder ist das oder lässt du es mal auf dich wirken und überlegst dann nachher, was hat das eigentlich mit mir gemacht und warum? Was tut Fatima? Ich meine, ja, natürlich, am Anfang ist es, bin ich noch immer so naiv in dem Moment der ersten Auseinandersetzung. Also es ist ja noch nicht einmal eine Auseinandersetzung. Am Anfang kippe ich einfach in die Werke hinein. Und ich spüre, ich habe es eigentlich schon immer gespürt, wenn mich etwas tatsächlich sehr fasziniert, und es mir quasi eine geistige Aufgabe gibt. Und dann auch es stellt quasi an mich eine Frage. Und im ersten Moment kann ich gar nicht sagen, worin diese Frage läge. Aber nachher, also beim wiederholten Sichten oder beim wiederholten Lesen, ist es dann schon so, dass diese Frage dann klarer wird für mich. Und dann versuche ich, diese Frage für mich zu beantworten. Und dann freue ich mich natürlich, wenn meine Lösungen oder wenn das, was ich gesehen habe, auch anderen Leuten, wie dir damals bei dem Vortrag, anderen Leuten einsichtig sind. Also es ist ein vollkommen unschuldiges Herangehen an dieses Kunstwerk, in das ich gerne auch hineinfalle und das ich jetzt nicht gleich von Anfang an zergliedern kann. Ich meine, es ist eigentlich immer ein Zeichen für mich schlechterer oder minderwertiger Kunst, wenn das sofort mir klar ist, also aha, da ist jetzt ein Tracking-Shot und warum ist dieser Tracking-Shot da? Also das ist dann, sind so Sachen, wo eher, wenn es etwas, was mich sehr berührt, ist, dann bemerke ich diese Sachen nicht sofort. Das ist dann erst beim wiederholten Sichten. Aber ich glaube tatsächlich, also dass ich die Sachen, die mich faszinieren, ich liebe es dann zurückzugehen und die Sachen immer wieder zu lesen. Also Roland Barthes hat irgendwann mal gesagt, also Leute, die nicht wiederlesen, sind dazu verurteilt, immer dasselbe zu sehen und zu lesen. Und ich glaube, das ist tatsächlich wahr. Also bei der wiederholten Auseinandersetzung, jedes Mal sehe ich noch neue Sachen. Und das ist das Tolle an den Filmen von Michael Haneke, dass sie so reichhaltig sind, dass ich sie jetzt nach 20 Jahren noch immer sehen kann und dass mir noch immer neue Sachen auffallen an ihnen. Mhm. Aber da bin ich halt den Künstlern sehr verpflichtet, dass sie so tolle Werke schaffen. Und in der Literatur ist es auch ähnlich, wenn du jetzt... Ja, durchaus. Also
ja, also eine Zeit lang, also noch immer faszinieren mich sehr diese Texte von Friederike Mayröcker, und auch da ist es so, dass ich immer wieder hineinkippe und mir denke, auch wenn so eine Ähnlichkeit existiert zwischen den Büchern, zwischen den verschiedenen Texten, trotzdem jedes Mal habe ich das Gefühl, ich gehe wieder bereichert von dannen, wenn ich was von ihr gelesen habe. Ja. Und mit einer neuen Sicht auf die Dinge. Auch mit ihrem sehr spannenden, die sehr spannende Art und Weise, die sie hat, Figuren ineinander übergehen zu lassen, wo das keine klaren Grenzen dann auch sind, wo zwar ein dialogischer Partner da ist, aber der sich dann halt immer wieder ins Selbst auch auflöst und so. Also irgendwelche Strukturen der Intersubjektivität, die sehr, sehr faszinierend sind. Und beinahe Ingeborg Bachmann natürlich auch. Also ganz, ganz tolle Sachen, die man erst beim wiederholten Mal sehen kann. Ich meine, ich glaube, die Texte, die dann nach 10-mal lesen oder so irgendwann mal nicht mehr diese Reize bereithalten, dann hört man auf, sich mit dem oder der, dem Autor oder dieser Autorin dann zu befassen. Aber ja, bei den meisten kann ich das jetzt nicht sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie jetzt ausgelesen hätte. Und auch wenn diese Bücher dann fertig vor mir liegen, habe ich das Gefühl noch immer, ich stehe am Anfang von diesem Verständnis. Ja, hast du das Gefühl, wenn du ein Werk auf die Bühne gebracht hast, dass es jetzt wirklich in dieser vollendeten Form vor dir ist? Oder ist es dann nachher zwar ein guter Anfang, aber vielleicht noch etwas, wo du gerne darüber weiter denken würdest? Wenn es überhaupt ein guter Anfang ist. Ja, 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 nein. Also das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Aber das Schöne am Theater ist, dass es so flüchtig ist. Und ich muss Gott sei Dank meine ersten Inszenierungen nicht mehr sehen müssen. Und weil sie einfach vorbei sind. Und man hat immer die Chance, es besser zu machen und neu zu machen. Aber das ist natürlich, wir sind eben körperliche Menschen in ihrer Flüchtigkeit gefangen. Und das ist das Schöne am Theater, dass es eben nicht betoniert ist. Und auch wenn es dann gefilmt ist, es ist ja nicht vergleichbar mit dem tatsächlichen Erlebnis. So, jetzt wollte ich noch etwas. Das sagst du jetzt aus dem Moment heraus, weil ich bin mir sicher, dass die Leute, die damals deine Kunstwerke gesehen haben und oder das Stück, für das du den Nestroy-Preis bekommen hast, also ich bin mir sicher, dass das auch bei denen was sehr Grundlegendes ausgelöst hat. Nur also als Wissenschaftler oder als Künstler, als Macher dahinter ist man wahrscheinlich irgendwie nie ganz zufrieden oder hat das Gefühl. Und das ist ja auch das Schöne daran. Naja, ich bin ein neugieriger Mensch und ich habe nie versucht, etwas zu wiederholen. Oder wenn ich gemerkt habe, es funktioniert etwas, dann habe ich nie versucht, das gleiche Kochrezept wieder anzugehen. Sondern dann habe ich versucht, etwas komplett Neues zu machen, weil mich ja so viel auch interessiert. Und es hat sicher seine Wirkung gehabt, teilweise für die Leute damals, in der damaligen Zeit. Aber ich glaube eben, dass sich die Zeiten ändern. Und das merkt man schon sehr stark. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten 35 Jahren haben sich die Menschen verändert, hat sich die Gesellschaft verändert, hat sich das gesellschaftliche Selbstverständnis geändert. Und das führt uns aber auch gleich zur nächsten Frage. Fatima, ich wollte jetzt gerade was spielen, wenn das Kabel das zulässt. Warte mal, ich probiere das mal so zu halten. It is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry bloom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America.
Ja, ich blende jetzt hier aus. Also zumindest hier am Monitor hat das eine sehr bescheidene Tonqualität. Ich hoffe, dass es bei euch zu Hause besser angekommen ist. Ja, der Amerika, geschrieben von Leonard Bernstein, einem Juden, der Amerika als Sehnsuchtsort beschreibt. Ich hab auch schon gesagt. Aber nicht nur. Nicht nur, natürlich. Zumindest was die Geschirrspülmaschine und die Waschmaschine betrifft. Ich habe es auch schon. Du hast es vorher erwähnt, das war der zweite Teil der Antwort vor ungefähr einer halben Stunde, wo du gesagt hast, deine Studierenden interessieren sich für die Architektur und so weiter aus Österreich, die avantgardistische Architektur. Ich glaube, es war ein österreichischer Architekt, der das Shopping Center erfunden hat in Texas. Victor Grün. Der Victor Grün, genau. Der Neutra hat die Einfamilienhäuser in Los Angeles konzipiert. Also es hat einige Architekten und Architektinnen gegeben, die emigriert sind aus Österreich nach Amerika. Filmemacher natürlich, der Fritz Lang, der Billy Wilder, der Otto Preminger, also es hat viele Schauspieler gegeben, es hat den Ernst Lothar gegeben, die Adrienne Gessner und es hat einige, viele gegeben, für die Amerika damals die Rettung war, die Lebensrettung war, die aber kulturell in diesem Land auch sehr viel gegeben haben. Und jetzt ist vor einigen Tagen der Peter Patzak gestorben. Ich habe es auch dann gelesen in dem Nachruf auf ihn, dass er 2 Jahre in New York war, bevor er dann nach Wien gekommen ist und hier dann den Kottan gedreht hat. Es hat immer wieder diese beiden Welten gegeben, die einander befruchtet haben. Also teilweise sind die Leute zurückgekommen, teilweise waren sie dort dann verortet und haben dort auch teilweise viel bewegt, teilweise sind sie auch gescheitert, also es waren ja nicht alles nur Erfolgsgeschichten und dass man sagt, ja super, denen ist es dann eh herrlich gegangen, es gab Leute, die dann furchtbar gelitten haben, die nie geschafft haben, dort Fuß zu fassen, aber wie gesagt, es war immer für die Österreicherinnen sozusagen oder für mich damals als Jugendlicher, der dann so in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, war Amerika immer ein Sehnsuchtsort, war immer der Inbegriff der Freiheit, der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es auch geheißen hat. Und jetzt bist du sagen wir mal, wirklich als sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin, die oft in Wien ist, glücklicherweise jetzt auch gerade, die aber in Amerika lebt, und du bist teilweise hier aufgewachsen, teilweise in Amerika aufgewachsen. War für dich Amerika ein Sehnsuchtsort? Und was macht, was, wie stehen diese beiden Welten zueinander für dich? Puh, Markus, das ist eine sehr schwierige Frage. wie stehen diese Welten? Ich meine, ich bin sehr froh, dass ich sie beide habe. Ich meine, ich bin als Kind habe ich wahrscheinlich darunter gelitten, dass ich hier nicht ganz hergepasst habe mit meinem pakistanischen Vater. Und in Amerika ist es mir in New York aufwachsend nicht aufgefallen, dass ich dort nicht hingepasst hätte ohne amerikanische Eltern mit einer österreichischen Mutter und mit meinem pakistanischen Vater, wie gesagt. Also das wäre mir in New York nicht aufgefallen, weil jeder von woanders her kam und das einfach die Norm war. Also dass alle in der Schule zum Beispiel bilingual aufgewachsen sind. Sobald ich aus New York draußen war dann fürs College mit 17, habe ich dann sehr schnell erfahren, dass ich für die meisten echten Amerikaner keine echte Amerikanerin war, auch weil ich zweisprachig war. Insofern habe ich das als Kind oder Jugendliche, als es mir dann bewusst wurde, am Anfang irgendwo als Manko empfunden, nirgends ganz hinzugehören. Und mittlerweile denke ich mir, das ist auch das Schöne, dass es einen diesen kritischen Blick auf beide Kulturen erlaubt. Also das, was du auch vorher gesagt hast oder angesprochen hast, von der Freundin, die dich rügt, wenn du Amerika lobst, die das gar nicht hören will. Ja, also ich denke, ich,
ich habe wahrscheinlich irgendwie eine Freude an den Sachen, die in den USA tatsächlich gut sind, eine gewisse Zukunftsorientierung, eine Can-Do-Einstellung ohne viel Lamoyanz. Und was ich an Österreich tatsächlich auch sehr schätze, ist diese eine Beweglichkeit im Unglück, also oder im Unglücklichsein oder eine Denkweise, dass man auch aus den Sachen, die nicht so gut laufen, vielleicht einen Weg finden kann. Und das, finde ich, ist etwas sehr Gewinnendes auch am Österreichischen. Oder auch eine gewisse Schwarzseherei mit Humor. Also das ist auch etwas, was ich an Österreich sehr schätze, wo ich mir denke, es ist ein Student von mir wandelt das dann immer ab. Er sagt, es ist alles hoffnungslos, aber nichts ernst. So nach diesem Motto zu leben, finde ich irgendwie auch ganz gut und ganz salutary, würde man auf Englisch sagen. Heilsam. Heilsam, genau. Mhm. Genau, heilsam. Aber ich weiß nicht, Markus, ich beantworte deine Frage nicht. Ich habe keine wirkliche Antwort auf diese Frage. Ich schätze an beiden Kulturen etwas Grundverschiedenes. Ja, für mich ist es sehr ähnlich, weil das Amerika immer noch ein Sehnsuchtsort ist, obwohl wir ja jetzt viel Zeit verbringen, aber es ist trotzdem immer, ich habe das Gefühl, dass in Amerika alles eher auf Augenhöhe basiert und passiert und in Österreich ganz klare Hierarchien sind, die unverrückbar sind und dass es dann, dass die Leute eher schicksalsergeben, sich ihrem Schicksal einfügen in Österreich, weil sie wissen, über Generationen wird eh nie was anders sein, als es ist. Und dass es in Amerika doch eher so ist, dass man das Gefühl hat, es kommt vom Staat relativ wenig und deshalb muss man selber machen. Und mir taugt das, weil ich auch eher ein Macher bin, als jemand, der auf etwas wartet. Ja, Markus, aber man sollte das vielleicht nicht... Ich glaube schon, dass die Gesellschaft irgendwo, die Gesellschaft kann man auch ja nicht so sagen. Ich bin ja nur an der Ostküste zu Hause in dem Sinne. Also ich wage es eigentlich gar nicht, für dieses große Land mehr zu sprechen. Aber das, was ich von der Ostküste zumindest kenne, ist, dass halt irgendwie eine Basissolidarität gegeben ist in Bundesstaaten, die doch eher europäisch in ihrer Ausrichtung sind. Aber wenn es dann wirklich, also weil man vom Staat wenig erwartet, ist halt doch tatsächlich, ich weiß nicht, ich empfinde das nicht als gut. Also da denke ich mir, man könnte ruhig mehr vom Staat erwarten. Also ich glaube, wir sind jetzt wieder in einem Moment, wo sich gerade die Weichen stellen unter beiden, wo es tatsächlich ein expansiveres Verständnis vom Staat und vom Regieren geben wird, als auch unter Obama. Mhm. Und ich glaube, es wird sich jetzt zeigen in den nächsten 2 oder 3 Jahren, wie viel man damit machen kann, wenn auch eine gesellschaftliche Akzeptanz davon da ist, wenn man endlich jetzt genug gehabt hat von dem Rückzug des Staates aus so vielen Lebensbereichen, ob das jetzt das Gesundheitswesen ist oder die Bildungseinrichtungen, selbst das Postsystem bricht zusammen, wenn der Staat sich da zurückzieht. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man ein bisschen durchaus, also wo man jetzt im Moment gewillt ist, europäischer in Anführungsstrichen zu denken, aber andererseits, also diese schnellere Bereitschaft, etwas zu machen in Schieflagen, die ist sicherlich dort eher gegeben als hier. Mhm. Und ich kann verstehen, dass du das als positiv empfindest. Ja, mir fällt auch auf, dass die Bevölkerung zueinander sehr solidarisch ist in Amerika, also wesentlich mehr, als ich das in Österreich erfahren habe, gerade in Notlagen und Notzeiten. Ich weiß nicht, ob man das. Aber das war, wie gesagt, auch in New York so. Das waren schon tolle Erfahrungen. Ich war da zum Beispiel im Wirbelsturm Sandy 3 Wochen in meiner Wohnung in der 23. Straße ohne Wasser und ohne Strom. Und dann haben mich wildfremde Leute zum Duschen eingeladen, als dann ab der 36. Straße nördlich es dann wieder Strom und Wasser gab. Oder es waren dann, die Geschäfte haben nördlich der 36. Straße dann einfach Verteilerstecker auf die Straße gelegt, dass die Leute ihre Handys aufladen können, die südlich wohnen.
Und dann lagen die ganzen teuren iPhones und niemand hätte die gestohlen. Und die lagen dort einfach am Gehsteig und wurden aufgeladen. Also ich fand das schon, und das in New York, also das fand ich schon ziemlich cool. Und ich weiß nicht, vielleicht hätten das die Wiener auch gemacht. Aber ich fand das sehr, sehr berührend. Ja, in dieser ich werde dir Stadt. Noch eine Geschichte aus der New York Times aus dem März letzten Jahres zuschicken, wo gleich ein Artikel darüber war, wie solidarisch sich die Wiener Jugend gezeigt hat am Anfang des Lockdowns und der Pandemie. Und da wurde die österreichische Jugend quasi als Beispiel einer solidarischen Grundgesinnung in der New York Times präsentiert. Also ja, super. Sicherlich auch. Aber ich glaube, New York hat ja seit 2001 ja sehr oft dieses Gefühl, oder New Yorker haben sehr oft seit 2001 dieses Gefühl gehabt, dieser außerordentlich prekären Lage. Also, dass man eigentlich tatsächlich sehr oft jetzt innerhalb von 20 Jahren sehr auf den Mitmenschen angewiesen war, mit dem man auf sehr engem Raum zusammenlegt. Ich meine, in Europa ist die dichtest besiedelte Stadt Paris. Und das kann, wie wir alle wissen, ja nicht irgendwie annähernd sich mit New York vergleichen lassen, was die Menschheitsdichte anbelangt. Und da man das irgendwie am 11. September oder dann mit Hurricane Sandy oder jetzt auch in der Pandemie, das hat man immer wieder jetzt erfahren, wie sehr man, oder auch in diesen vielen Schneestürmen, diesen extremen Schneestürmen, die uns die Klimaveränderung beschert, hat man ja immer wieder gesehen, wie schnell alles in diesem filigranen Gebilde zusammenbrechen kann und wie sehr man da den anderen braucht. Und deswegen auch, glaube ich, ist es besonders in New York irgendwie dieses Bewusstsein dafür, für die eigene Hilflosigkeit und dann auch dieses Bedürfnis, da den anderen zu helfen. Mhm. Aber es ist, Markus, bei dem allen ist noch immer irgendwie die Obdachlosenrate in New York ist ja enorm und erschreckend. Mhm. Also insofern, das sollten wir ja auch nicht vergessen. Na klar, ja, sicherlich. Ja. Ein letztes Thema noch. Es hat eine Schauspielerin mir geschrieben im Vorfeld auf Facebook, die Johanna Paschinger. Sie hat eine Frage, die sie gerne an die Fatima gestellt wollte wissen. Und zwar passt das jetzt sehr gut über Rassismus und über Cancel Culture. Mhm. Also das, ich finde das total, ich habe das jetzt gelesen, dass der Dr. Seuss aus den Buchhandlungen genommen werden soll, weil da steht, the small Chinese boy eats with his sticks oder sowas. Und deshalb wird das ganze Buch aus den Bibliotheken verbannt. Und das hat anscheinend einen Kaufrausch ausgelöst. Die Bücher sind jetzt vergriffen, weil die Leute wollen den Dr. Seuss noch kaufen. Also das ist so, für Amerika ist der Dr. Seuss so ein Mira Lobe. Wie Mira Lobe hier in Wien. Also so ein richtiger, klassischer Kinderbuchautor, der sehr viele Sprachspiele macht. Mein Sohn liebt ihn, der in Amerika in die Schule geht. Also das ist also für mich ist das erschreckend, dass man dann, dass man die Dinge aus dem Kontext nimmt und dann diese Cancel Culture macht. Also die Johanna Paschinger schreibt, ich lese es vor, diese Frage, die bezieht sich ein bisschen ähnlich darauf. Nun ja, ich wundere mich etwas darüber, dass in hiesigen Medien hauptsächlich die Ansicht vertreten wird. Es geht um diese junge Dichterin Gorman, die bei der Inaugurationsfeier von John Biden ein Gedicht vorgetragen hat. Ganz mutiges, junges Mädchen, finde ich, die das super gemacht hatte. Und jetzt ist die Frage, ob wer dieses Gedicht überhaupt übersetzen darf. Und ob das nur People of Color sein dürfen oder andere. Und da hat es ein großes Medienecho gegeben. Und ich glaube, auch im heutigen Standard sind einige Artikel darüber erschienen in Pro und Contra. Und jetzt will Johanna Paschinger wissen, wie du dazu stehst. Ich lese jetzt nur noch kurz mal diese Frage vor, weil sie sehr gut formuliert ist. Nun ja, ich wundere mich etwas darüber, dass in hiesigen Medien hauptsächlich die Ansicht vertreten wird, es handle sich hier entweder A, um umgekehrten Rassismus oder B, man würde mit dem Wunsch, eine People of Color das Gedicht übersetzen zu lassen, der Übersetzerinnen zu
Zunft gleichsam mangelnde Empathiefähigkeit zuzuschreiben, oder C, es könnte sich bei dieser Debatte nur um einen Fall von übertriebener linker Cancel Culture handeln. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass vielen, die sich in den Zeitungen und anderorts so echauffieren, völlig entgeht, dass es vielleicht um etwas anderes gehen könnte, was hier in der Debatte wenig bis nicht vorkommt, nämlich um Repräsentation und eine Antwort auf jahrhundertelangen Kolonialismus und nicht um ein generelles Ablehnen weißer Übersetzerinnen. Ich frage mich auch, was da bei den Menschen eigentlich genau diese heftigen Reaktionen evoziert. Und da würde mich einfach der Standpunkt einer amerikanischen Literaturwissenschaftlerin interessieren und vielleicht auch, ob in den USA diese Debatte überhaupt wahrgenommen wird und falls ja, in welcher Weise. Ich hoffe, das hilft etwas und so weiter. Selbst der geschätzte Herr Klenk ortet hier nur einen umgekehrten Rassismus. Ob es den gibt, ist ja auch umstritten. Danke für die Antwort, Johanna Paschinger. Ich meine, das ist ein... Wird das wahrgenommen in Amerika? Ich meine, ich muss gestehen, ich habe jetzt, seitdem ich in Österreich bin, ich lese zwar die New York Times noch online und den New Yorker noch online, aber nicht so gründlich wie sonst. Und ich muss gestehen, ich habe noch nichts dazu gelesen. Das heißt nicht, dass ich es jetzt nicht versäumt hätte, aber es ist sicherlich nicht jetzt so, wie es hier präsent ist als Diskussion. Und natürlich bei diesem Gegenschlag, den die Fragestellerin verortet jetzt im hiesigen Diskurs, da wird man schon tatsächlich etwas skeptisch oder hellhörig und man denkt sich, was ist alles auch in dieser Übersetzung jetzt verloren gegangen an Differenziertheit. Also ich habe leider ich weiß nicht, wie dieser ursprüngliche Bericht dieser Autorin oder dieser Journalistin in Dänemark ausgesehen hat, wo die Frau beanstandet hat, dass diese eine weiße, nicht-binäre Übersetzerin, die den internationalen Booker Prize gewonnen hatte, dass die ausgewählt wurde, um Gorman zu übersetzen. Und sie hatte dann andere Namen angegeben von Leuten, die immer wieder, glaube ich, also das war jetzt mein Eindruck, die immer wieder übergangen worden sind, die eigentlich sich auch genauso angeboten hätten. Aber eben, ich weiß es nicht, was in diesem dänischen Originalbeitrag stand, der diese ganze Diskussion ausgelöst hat. Und es kann tatsächlich so sein, dass sie einfach damit verweisen wollte auf die Tatsache, dass viele schwarze dänische Autorinnen, Übersetzerinnen da wären, die sehr naheliegend gewesen wären und nichts mehr. Ich weiß es eben nicht. Insofern wünschte ich auch diese Diskussion, ich weiß heute nicht, also ich habe auch nicht geschaut heute im Standard, was dort steht über diese Diskussion. Ich denke mir, man macht es sich zu leicht. Es geht ja jetzt nicht darum, über irgendeinen essentialistischen Rückschlag oder dass man sagt, weiße Frauen können schwarze Frauen nicht übersetzen. Also das ist tatsächlich wieder dann so platt in der Diskussionsführung, dass ich es tatsächlich als sehr problematisch empfinde. Aber ich maße mich da in dem Moment jetzt auch keiner genauen Aussage an. Ich habe das jetzt nicht genau verfolgt. Aber es ist wie bei Stille Post immer. Wenn Sachen übersetzt werden und dann besonders im journalistischen Bereich übersetzt werden, wird das irgendwann mal wie ein Fall von Stille Post, wo zum Schluss was ganz anderes herauskommt, als am Anfang da war. Ja, eh. Und die Übersetzung ist ja auch ein Kunstwerk an sich sozusagen. Ja. Und das hat das. Ich meine, man könnte ja auch zwei Übersetzer jetzt nachdem irgendwie mit dieser Aufgabe betreuen. Mhm. Und ehrlich gesagt, in Dänemark denke ich mir, ich meine, The Hill We Climb ist jetzt nicht, es ist ein wunderbares Gedicht und es wurde wunderbar von Amanda Gorman vorgetragen. Also dieser performative Aspekt ist ja auch ganz wichtig dabei. Aber ich denke mir, wenn man jetzt eine bilinguale Übersetzung mit zwei dänischen Übersetzungen machen würde, wäre das vielleicht auch sehr interessant und man könnte was daraus gewinnen. Also ich denke, man muss da jetzt nicht gleich so, ja, ich meine, Cancel Culture hat andere, ja, es hat natürlich problematische Seiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so als Paradebeispiel dienen sollte, für wie schlecht es ist. Ja, ich denke mir auch. Und eine Übersetzung ist eine subjektive Wahrnehmung. Mir fällt dazu ein, ich habe einmal ein Stück abgelehnt zu inszenieren. Und zwar
La Maladie de la Mort von der Duras, übersetzt von Peter Handke ins Deutsche. Und der Rowohlt Verlag hat darauf bestanden, dass man diese Übersetzung nimmt. Und ich schätze den Handke überaus, aber als Übersetzer eines so zutiefst weiblichen Textes ins Deutsche war das für mich unerträglich, weil ich eben sehr gut Französisch spreche und die französische Sprache so ein riesiges Kompendium an Nuancierungen zur Verfügung hat, ganz fein Dinge auszudrücken, die man eigentlich im Deutschen gar nicht so fein ausdrücken kann. Und die Duras so virtuos auf dieser feinen Klinge gespielt hat unter Handke, der auch natürlich selbstverständlich auch hervorragend Französisch kann, hat aber immer die männliche Variante genommen und alles, was so ein bisschen als Feder geschwebt ist im Raum sprachlich, hat er mit einem Nagel festgehämmert an der Tischplatte. Und das fand ich so unerträglich. Und es ist natürlich sein gutes Recht und es ist natürlich auch in sich ein hervorragender literarischer Text, aber er war für mich so weit weg vom Original, dass ich das nicht inszenieren wollte, so, weil es der Duras eigentlich nicht entsprochen hat, meiner Meinung nach. Aber ich gebe natürlich zu, dass das hochsubjektiv ist, sowohl von ihm als auch von mir. Und dass eben eine Übersetzung ein Werk für sich ist. Und ich hätte gerne das Recht gehabt, für diese eine meine Inszenierung, das gar nicht zu publizieren, ist schriftlich, aber eigentlich einfach die Übersetzung so anzufertigen, dass sie diesem Geist entspricht und dass diese Federn noch im Raum fliegen. Wurde natürlich nicht gestattet. Ich will mich auch nicht mit dem Handke vergleichen, in keiner Weise, aber nur, um zu zeigen, wie subjektiv eine Übersetzung sein kann und was ein Übersetzer leistet. So. Ich meine, das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt von dieser Diskussion ist, dass die Arbeit des Übersetzers tatsächlich jetzt eine Aufwertung erfährt und dass man sie wahrnimmt wieder auf eine Art und Weise, wie man es eigentlich, ich meine, man tut es im deutschsprachigen Raum noch wesentlich mehr als im englischsprachigen Raum, aber trotzdem noch immer nicht so, wie sie es verdienten, die Übersetzer. Und du hast vorher auch erzählt von der Übersetzung von Finnegan's Wake ins Deutsche. Also es sind auch, ich meine, man kann von allen Übersetzungen das lernen, von den schlechten, von den guten. Und die Üblen sind ja gerade vielleicht die oft am interessantesten sind, auch in der, also als Geisteswissenschaftlerin in der Auseinandersetzung später. Es wird sich noch zeigen, was aus dieser Diskussion jetzt da erwächst, vielleicht Positives. Ja. Meine Damen und Herren, ich danke Fatima Naqvi sehr herzlich für dieses ganz tolle Gespräch am Sonntagvormittag. Geistvoll und hoffentlich ein bisschen unser aller Lockdown erhellend. Und freue mich schon auf unser nächstes Wild but Hard mit dem Dr. Ronald Pohl im April, am 18. April, glaube ich. Und danke nochmal ans Borg & Bess, an das ganze Technikteam und an Sie zu Hause. Und nochmal danke an die Fatima. Es war ich danke dir, Marc. Dicht und bereichernd. Schönen Sonntag noch.